So, herzlich willkommen zu dem zweiten Video in meinem Eierfräs-Tutorial. Heute kommen wir nun endlich zum Fräsen. Allerdings muss ich gleich am Anfang erstmal auf ein paar Sicherheitshinweise aufmerksam machen. Und zwar ganz wichtig, dass man eine Schutzbrille hat und auch einen Atemschutz. Und zwar entsteht beim Fräsen ganz feiner Staub. Der fliegt dann überall hin in der Luft. Ich versuche mich meistens so wenig wie möglich zu bewegen, damit ich ihn nicht komplett in der Wohnung verteile. Aber den atmet man schnell mal ein. Und ab und zu splittert auch ein bisschen was vom Ei ab. Deswegen ist es auch ganz wichtig, die Augen zu schützen. Für dieses Muster benutze ich 4 verschiedene Arten von Frässpitzen. Und ich starte erstmal mit der kleinsten. Das ist eine ganz feine Kugel, die mit Diamantensplittern besetzt ist und mit der man ganz kleine, feine Löcher bohren kann. Damit möchte ich als erstes die gepunktete Schlangenlinie fräsen. Um jetzt ein Loch zu fräsen, setze ich die Spitze nicht frontal auf, sondern ein bisschen seitlich, weil da die Reibung größer ist, und ritze erstmal so ein bisschen die Schale an. Und wenn dann so eine kleine Kuhle drin ist, setze ich die Spitze nochmal frontal an, damit ich ein wirklich schönes, rundes Loch bekomme. Die Schale von Hühnereiern ist immer unterschiedlich. Es kommt halt darauf an, ob es ein junges Huhn war oder ein altes Huhn, ob es viel Kalzium zu sich genommen hat oder wenig Kalzium, und dementsprechend ist dann die Beschaffenheit der Schale. Manchmal funktioniert es halt nicht, dass wenn ich die Spitze seitlich ansetze, dann bin ich schon durch. Dann habe ich ein bisschen ausgefranstes Loch, das versuche ich dann hinterher dann auszubessern. Die große Regel dabei ist eigentlich, so wenig Druck wie möglich auszuüben und bei jedem Loch so konzentriert wie möglich bleiben. Manchmal verfällt man in einen Rhythmus rein und man denkt, oh, jetzt habe ich den Dreh raus, und macht ein bisschen schneller, übt dabei mehr Druck aus, als man eigentlich dürfte, und knack, schon ist es passiert. Ich habe mindestens so viele Eier zerstört, wie ich fertig bekommen habe. Das nur nebenbei, aber nun wieder zurück zu unserem Video. Ich starte hier mal den Schnelldurchlauf, da sich das Fräsen der gepunkteten Linie mindestens noch 10 Minuten weiterzieht, damit wir mal zu dem nächsten Element kommen. Hui, wäre das schön, wenn das in Wirklichkeit auch so schnell gehen würde. So, jetzt sind wir aber damit endlich fertig, und weil ich jetzt diese Spitze schon drauf habe, bohre ich erstmal gleich die Mitte von den Blumen vor. Die werde ich zum Schluss, wenn die Blütenblätter dran sind, zwar nochmal vergrößern, aber es ist immer besser, diese Löcher in der Mitte zuerst durchzustechen, bevor ich außenrum die Blütenblätter setze, weil ich beim Durchstechen mehr Druck ausüben muss als nur beim Vergrößern, und diese Stelle, wo diese Blütenblätter aneinandertreffen, dann so schmal und fragil ist, dass es ansonsten schnell mal knacken könnte. Jetzt komme ich zu den Blütenblättern, und dazu brauche ich eine andere Frässpitze. Dazu nehme ich diese abgeflachte Frässpitze und setze sie seitlich an, weil sie so dann gleich die Form hat, wie meine Blütenblätter hinterher sein sollen. Hier sieht man auch ganz schön, was ich im vorigen Video damit meinte, dass ich das nur ungefähr angezeichnet habe, da ich mich immer an den zuvor gefrästen Löchern orientiere, damit die Abstände zwischen den Löchern nicht zu klein werden. So, jetzt nochmal den Schnelllauf starten, damit wir zum nächsten Element kommen. Weil
weil jetzt schon gleich die richtige Frässpitze eingespannt ist, mache ich mit den Blättern von den Ranken weiter. Im Grunde ist es dasselbe wie bei den Blütenblättern, nur dass ich dann hinterher die unteren Blätter noch etwas größer mache als die oberen. Dabei ist zu beachten, dass man mit dieser Frässpitze zum Vergrößern nicht tiefer in die Schale fräst, weil sich sonst schnell mal die Fräse mit der Eischale verkantet und dann was wegplatzt. So, jetzt wo die Blätter fertig sind, wechsle ich nochmal die Frässpitze. Ich nehme jetzt die Frässpitze mit der etwas größeren Kugel vorne, mit der ich zum einen ein bisschen größere Löcher machen kann und zum anderen auch kontrolliert diese kleinen Löcher vergrößern kann. Beim Vergrößern sehe ich zu, dass das Loch so weit wie möglich in der Mitte von den Blütenblättern ist. Hier bohre ich jetzt die großen Löcher an, die ich später mit der vierten Spitze dann noch vergrößere. Das Prinzip ist das gleiche wie bei den kleinen Löchern, erst seitlich anritzen und dann gerade durchstechen. Bei den kleinen Blüten in meiner Blätterranke muss ich komplett von meiner Anzeichnung abweichen, da die Abstände zwischen den Blättern dann zu gering wären. Ich rutsche mit den Löchern ein bisschen nach außen. Ich denke, das macht dem Muster keinen Abbruch. Und jetzt kommen wir zum letzten Akt. Die Frässpitze muss noch einmal gewechselt werden. Und zwar nehme ich jetzt diese kegelförmige Spitze, mit der man ganz hervorragend Löcher vergrößern kann. Bei dieser Frässpitze ist darauf zu achten, dass man sie nicht gerade reinsetzt, weil sie dann ganz schnell verkantet, sondern immer in kleinen Kreisen Bewegungen immer nur an einer Seite das Loch vergrößert. Es war doch noch nicht der letzte Akt. Das, was jetzt passiert, mache ich normalerweise ganz am Anfang, habe ich irgendwie vergessen. Und zwar vergrößere ich die Ausblaslöcher, sprich die Löcher, die zum Ausblasen der Eier in das Ei gestochen worden sind. Und diese Löcher sind von meiner Mutter mit einer Nadel gestochen worden und manchmal sind dann da feine Haarrisse. Die sind auf den ersten Blick nicht zu sehen, aber wenn man dann dieses Loch vergrößern will, platzt auf einmal eine Ecke raus. Damit das nicht zu einem Zeitpunkt passiert, wo das Ei schon fertig ist, mache ich das normalerweise immer ganz am Anfang. Jetzt allerdings zum Schluss. Und es geht ja Gott sei Dank auch gut. Bevor ich dieses Video jetzt beende, möchte ich euch noch einen ganz wichtigen Tipp geben. Nach dem Eierfräsen und Händewaschen benutzt eine gute Handcreme. Der Kalk von den Eiern entzieht euren Händen so viel Feuchtigkeit, dass die Haut schon nach kurzer Zeit porös und brüchig werden würde. Ich bedanke mich fürs Zusehen und im nächsten Video zeige ich euch dann, wie man die Eierhaut von den Schalen entfernt. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr solche Videos sehen wollt, unterstützt mich, indem ihr ein Like und ein Abo dalasst. Tschüss!